Ja, ich lebe noch. In der Fabrik. Ja, in der Halle. Kai, warte! Ja, ich warte. Hey, Kai, wo bist du? Kai, wo bist du? Wo in der Halle? In welcher Halle? Da. Wo, da? Da! Ich kann auch nicht. Niemand kann. Aber dann muss man sich doch nicht aufhängen. Es gibt für alles eine Lösung. Komm schon runter, verdammt. Ich kann nicht. Aber komm, dann mach doch. Komm, mach doch. Komm, ich helfe. Hey, stopp. Ich habe dir immer gesagt, sollst du nicht so viel fressen. Warte, ich komme von hinten. Warte, ich komme von hinten. Ist gut? Ja. Ich kann dich nicht. Ist gut? Ja. Ja. Suizid schreibt man nicht mit IE. Für ein anderes Mal. Kommst du überhaupt durch die scheisse Idee, dich aufzuhängen? Ich schulde denen 150.000. Denen? Er schuldet denen 150.000. Denen. Schreibt man Suizid nicht ohne je. Hast du eine E-Mail an jemand anderem geschickt? Es gibt für alles eine Lösung. Wie viel ist überhaupt genommen? Nichts. Was ist mit deiner Hütte an der Militärstrasse? Krötenbank. Und der Bentley? Verkauft. Bis wann musst du die 150 Riesen haben? 6 Tage. Cash. Scheiße.
Ja, und du? Hast du nichts? Nein, und du? Scheiss Vogelgrippe. An Put-Optionen auf der Roche-Aktie gehabt. Für das habe ich mich heute überlegt. Hey, Scheiße, sind wir blöd. Wir haben noch die Liegenschaft da. Die gehört doch dir. Nicht wirklich. Scheiße! Es gibt immer eine Lösung. Jetzt komm mal oben ab und machst mich ganz nervös. Wir müssen etwas in dieser Halle machen, das ist es. A driving range. Bringst doch kein Ross rein. Er meint tauchen, diving. Golf, driving, verstehst du? Die Halle ist gross genug, um einen Abschlag zu üben. Hast du auch eine brauchbare Idee? Das Wellenbad. Ein Wellenbad. Wieso bin ich nicht gerade selber drauf gekommen? Hey Kai, ein Wellen und die Bude geht zusammen. Swingerclub. Eine Bingo-Halle. Bingo-Halle, Chapeau. Das nimmst du als grünen Güsselsack. Ja, sorry. Das ist es. Eine Spielkarten-Weitwurf-Feldmeisterschaft. Eine Spielkarten-Weitwurf-Feldmeisterschaft? Ja, das ist der Hammer. Eine Spielkarten-Weitwurf-Feldmeisterschaft. Man nimmt eine Spielkarte, man rührt sie. Wenn man es richtig macht, blüht sie so spiralförmig. Der Weltrekord ist 74 Meter. Super. Striptease. Striptease-Schuppen. Blutige Weiber gibt's schon genug in Zürich. Ich meine Männer-Striptease. 500 Plätze an 70 Stutz macht 35.000 plus 10.000 Küppli-Bar minus Bestuhlung macht 40.000 Bar auf die Hand. Gar nicht so schlecht. 3,5 Werbungen, du wärst aus. Aber bringst du 6 Tage so viele Leute in den Schuppen, den kennt ja niemand. Das braucht doch Werbung. Meine Mutter ist im Vorstand vom Zürcher Frauenverein. Sicher alle. Super. Blutige Viertel, Musik und dazu ein bisschen Lismen. Ich kenne einen vom Fernsehen, der ist mir noch etwas schuldig. Wille? Das ist jetzt gleich. Und wer strippt? Sorry, ihr seht jetzt wirklich nicht aus wie Chippendales. Oder wenn ihr als Vorgruppe von den Weight Watchers auftreten. Moment. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Vergiss es. In Zürich findest du nie 1500 blinde Frauen, die im Strippen werden. Hör mal am Huber seine Mutter. Und dann du? Was und dann du? Du könntest doch strippen. Bist heinig. Wenn ich zieh mich da von 500 Biber für dein Blut ab, ist nicht ganz bache. Wieso nicht? Weil es ein Zeich ist. Was KV gemacht und nicht Lehrer als Viertel schwingen. Hast Angst, dass ich jetzt klein? Wenn ist eine Szene meine, wenn ich auf die Waage stehe? Ich meine auch. Ja, mit dem Spiegel. Ist jetzt ich. Schau, dass ich da so nicht draufstehe. Wir drei strippen sicher nicht. Wir müssen strippen. Und wer bitte soll denn strippen? Ich kenne zwei, die machen das sicher. Zwei Geier? Das lange nie für 500 Biber. Ich bringe sicher zwei. Wenn jeder von euch auch zwei mitbringt, haben wir sechs. Das lange. Was zwei? Bringe locker 10. Harry? Morgen am Morgen am 10. Da. Jeder mit zwei Typen. Thank you.
Komm, mach jetzt kein Sei, ich nehme ein Valium und dann kommst du da hin. Du drogensüchtige Arschlöcher. Wo ist der Kai? Shit, schon wieder einer abgesagt. Wo sind deine zwei? Sollten noch kommen. Was hast du denn da für Heftchen? Zum Reinschauen. Woher hast du die? Wo bleiben deine zwei Leute? Komm, mach keinen Stress, woher die Heftchen hast, hätte ich wissen. Wo ist auch der Kari? Meinst du, es funktioniert? Was willst du sonst machen? Stimmt. Ich bin Göttingen, der Bruno. Sag guten Tag. Wo sind es deine zwei Typen? Das ist alles, was ich habe. Willst du mich verarschen? Dann kannst du dich heim von dem Christbaum strippen, aber sicher nicht auf 500 Weiber. Spinnst du eigentlich? Wenn ich andere finde. Also was willst du denn auftreten als Werbung für die Winterhilfe? Wieso nicht? Biber stehen auf arme Siechen. Eine Mischung aus Sex und Mutterinstinkt. Hey Karin, der läuft aber immer unter Tierschutz. Dann musst du ja die Scham hart tupieren, dass die Hose nicht runterrutscht. Hat der überhaupt den Stimmbruch schon gehabt? Wo sind jetzt deine Typen? Ja, sind unterwegs. Und deine? Der nächste 31er kommt am Viertel vor. Shit, schon wieder einer abgesagt. Stöckli. Bruno, Steve. Huber, Friedi. Bruno. Hocken wir ab. Willst du etwas trinken? Hallo zusammen. Fifi da. Fifi, nein. Da, das Gucki und das Röhrli. Wo? Wann kommen denn die endlich? Meine kommen zu uns eigentlich immer zu früh. Seht ihr so aus wie du? Ja, ähnlich. Shit. Ah, hoi Robert. Scheiße. Ismailovic? Nein, Stripic. Sieht doch aus wie der Ismailovic da, der Mr. Schweiz, vor zwei Jahren. Vor drei Jahren, aber ich bin's nicht. Komm, du bist doch der Ismailovic. Nein, Stripic. S-T-R-I-P-I-C. Sicher? Ja. Komm, hock ab. Willst du etwas trinken? Das ist Mineral. Das geht's doch nicht. Woher kannst du den Freddy? Aus der Sauna. Aus der Sauna? Moment. Ich bin nur der Badmeister. Ist die Fifi wirklich nicht da? Nein, du trümmert unter deinem Fifi, ist wirklich nicht da und jetzt verpisst dich. Ich mach mir blöd an, ich hab Anzeige mit dem Fifi abgemacht. Hey, falls die Fifi im Puddel ist, hab ich gefunden, du hast nicht in der Hand. Lass den mal rein, den können wir vielleicht noch brauchen. Biber stehen doch Ausländer. Schwule Jungen, das Land! Ich bin Schweizer! Ich bin der Wahlmeister! Ja, stimmt, du kommst aus. Du hast ihn nie gewonnen, wenn du über das Sozialamt verpisst dich. Ah, hey Lulu. Hey Fifi. Da ist Mineral. Aber bring mir auch noch etwas.
Herr Fifi! Skocki leid, ich weiß. Fifi? Skocki leid? Stöckli. Lulu. Steve. Brotschmiedl, Kari. Burkhard Lukas. Ja, Burkhard Sekadete. Ein Unfall. Ah. Das ist mein Göttibub, der Bruno. Auch ein Unfall. Robert. G'day. Nein, Strippitsch. Sicher? Ja. Da ist Cookie. Merci. Es wird nur noch Mineral. Danke. Fifi. Kommt sonst noch einer? Bin ich noch abgesagt. Scheiße. Machen wir jetzt. Lulu, zeig mal, was du hast. Jetzt? Logisch jetzt, oder willst du warten, bis der Berg genau wächst? Also von mir aus. Ja, schafft mit Playdruck. Girl, I'm tryna get your pussy wet. Work that, let me see your dress sweat. Come on, girl, I'm tryna get your pussy wet. Work that, let me see your dress sweat. Don't play with it, don't play with it, don't play with it, don't play with it, don't play with it. Work that, come on, girl. Look at your pussy like you want some, girl. Work it like a nigga straight, looking pretty girl. I wanna see you come in the middle of the dance floor. Nigga can't fall, but you got the front of my phone. So ein Schießtrack. Hey Fifi, wo hast du den Typ aufgabelt? Du bist wieder Mr. Burkhölzli wahlen. Komm wieder oben runter, Stöckli, gell? Finden wir reden mal über das Ganze. In aller Ruhe. Es ist kein Wert, dass wir da ins Zeug reinschiessen und schon ein Brot machen. Und schnurren einfach mal, ja, wie soll ich sagen, nur das, was wir uns so vorstellen. Stöckli, komm, fang an. Ich komme jetzt gar nicht überleiten zu. Ich muss ja nicht strippen. Ich weiß es gar nicht so recht. Sonst weisst du auch immer alles. Komm, mach Fürschi. Ja, also ich meine, wir müssen uns vielleicht zuerst mal ein paar Gedanken machen über Fantasien, die die Frauen halt so haben. Also ich meine, wir müssen vielleicht zuerst mal herausfinden, was Frauen so richtig scharf macht, so. In die Richtung, oder? Also ich könnte mir das Ganze noch so vorstellen mit einer Motorsage. Gut, keine schlechte Idee. Das ist eigentlich logisch. Das Problem als Mann ist, herauszufinden, was Frauen gerne sehen. Das ist aber gar nicht so einfach. Das Ganze ist bis heute noch nicht so ganz klar. Das ist doch ein Zeich. Sag euch, was Frauen wollen. Stutz, Selbstbewusstsein und ein Ständer. Richtig. Ist doch so. Stimmt. Und genau wegen dem lassen wir dich auch nicht strippen. Grosse Schnur macht noch lange keinen Ständer. Und nur so. So fertig jetzt. Was meint der Burkhard? Also, ich finde, die Frau geht gar nicht um Sex. Das ist eben mehr so einer, der aufmerksam ist, oder? Einer, der zuhören kann. Einer, der das Geschirr aufräumt und die Wohnung sucht und ja, den Abfall abträgt und das Kind schaut und gut aussieht, so Zeugs hat. Das ist doch Schrott. Die Frau will einen Samichlaus. Ein Samichlaus? Ja, einen grossen Sack, eine lange Rute und wenn er kommt, dann läutet's. Ich
finde, es wäre interessant, ganz bewusst weibliche Tabus anzusprechen. Zum Beispiel, ich habe mir überlegt, ich könnte als Doktor auftreten. Als Doktor? Ja. Oder als Mönch. Ja, ich meine ja nur, wie das Ganze drum und dran mit dem Zölibat. Bitte einen Mönch. Das muss für Frauen grauhaft frustrierend sein. Ich wette, es gibt hunderte von Frauen, die genau jetzt, in dem Moment, das Verlangen haben, mit dem Mönch in Pfanne zu gehen. Oder mit zwei Mönchen. Oder mit einer Nonne. Stimmt, das habe ich gar nicht gedacht. Meidli, ich könnte auch die sieben Zwerdli strippen. Stöckli! Hast du gehört, das ist aber gerade die richtige Größe. Deine faulen Sprüche bringen uns jetzt auch nicht weiter. Ja, sorry. Also, fassen wir mal zusammen. Was eine Frau will, ist ein Mann, der Staubsauger kann. Mönch ist. Gut aussieht. Zulässt. Den Güssel runtertragt. Ein Doktortitel hat. Der Kind schaut, einen grossen Sack, eine lange Rute, die Ursache und viel Stütz hat. Sind wir uns da einig? Scheint irgendwie logisch. Na gut, dann schauen wir mal, was wir von dem schon haben. Robert, willst du dich mal frei machen? Ja, wie frei? Ja, so frei wie möglich. Ja, aber von dem hast du gar nicht gesagt. Hey, Vivi, mach schon mal bis zu den Unterhosen. Habe keine Ahnung. Nie? Nein, nie. Wirklich? Freddy! Er soll sich einfach mal frei machen. Ja, ja, gut, das lange, das ist ein klarer Fall. Danke. Also gut, dann hätten wir den Strippitsch, den Burkhardt. Das lange nicht. Vergiss es, es gibt noch Lampen mit der Polizei. Warum? Kinderarbeit. Schade. Kari, schlüch aber! Das wollte doch niemand sehen! Doch, deine Zielgruppe sind im Huber, seine Mutter. Alleinstehende Hausfrauen. Du bist ein Arschloch. Du siehst doch aus wie ein ganz normaler Stripper. Auch wie einer, der extrem weit weg steht. Händler's endlich! Händler ist gut! Auf animalische Sachen können die Frauen auch. Strippitsch. Ist eigentlich krank. Wieso? Ich meine ja nur, Brainstorming. Ja, du, Vivi? Ich mach Kasse. Was ist mit deiner Nummer als Cowboy? Ich mach Kasse, fertig! Und du, Steckli? Was denn ich, Steckli? Eine Strippe! Eine Strippe, nein! Warum nicht? Ich bin verheiratet! Scheiss gleich! Hey, Kari, ich habe zwei Kinder! Ja, und? Habt ihr die noch nie blöd gesehen? Nein! Und Frau auch nicht? Hey, Strippitsch! Meine Alte geht sich jetzt aber gar nichts an, verstanden? Der muss mitmachen, der Knackarsch. Aber ein bisschen schmale Schultern. Ein bisschen krummer Rücken. Hat er schon Schwimmgut? Das ist jetzt dünn. Kann er wenigstens tanzen? Weißt du, ob der Stöpfli tanzen kann? Sollte lange. Gut, dann hätten wir den Stöckli, den Strippitsch, den Burkhardt. Und dich. Was und mich? Macht vier, das langt immer noch nicht. Ha ha ha!
Müssen du auch bleiben? Morgen. Hast du in der Halle irgendwo einen Wald gesehen? Ha, ha, ha. Also. Sind die anderen? Sollten noch hoch. Morgen. Da ist noch Kaffee. Bist denn du angelegt, Stöckli? Wolltest du noch einmal arbeiten? Ist das zum Strippen? Weißt du, was ich hier sage? Dem Schwiegervater. Er lebt noch. Nein, ah, die haben mich geerbt. Aha. Ja. Gut, können wir gerade mal an. Jeder von uns zeigt mir mal, was er bereit gemacht hat. Stöckli, du als Erster. Dann der Lulu, ich, der Robert und am Schluss der Bruno. Wieso geht ich am Anfang? Darum. Hey, ich habe das jetzt aber nicht richtig können, aber das ist nur so eine Idee. Ist jetzt gleich, fangst einfach mal an, hast Musik. Aber es läuft ein Stück. Ich muss aber noch warten, ich muss zuerst alles parat machen. Die anderen tun alle ihr Zeugs hinter. Auftritt ist für alle dort die Tür. Kann man nicht zuschauen? Da kann man zuerst unter unser Zeugs hinter. Auf dem WC rechts hin ist geantrogen. Da könnt ihr euch umziehen und parat machen. Da vorne ist die Bühne, da muss alles leer sein. Ja, ich auch. Logisch. Wer der Erste dran kommt. Was denn? Was? Hast du CD, ja? Ja. Harry, komm! Fang du an, ich muss geschwind aufs WC. Kannst du zwischen den Nummern machen? Nein, das ist zu kompliziert. Du Stöckli, bist du bereit? Also, mach Musik. Hey Lulu, der tut nicht. Ah ja, ich weiss. Vor 3 Stunden. Am Strom nicht. Ja. Du musst keine Angst haben. Du getraust dich ja nicht mal zu zeigen. Vielleicht hat er ja auch keinen. Machst du deine Nummer halt ohne Motor, sagen, das kommt jetzt auch nicht drauf an. Das ist ja gerade ein Witz an der ganzen Sache umgebangen. Alles die Dilettanten verdammisierst du mal. Lass sie halt nicht laufen, das kann man nachher anschauen. Also von mir aus, ich komme mal. Fifi, mach Musik, ja?
Krippe? Was war's? Also Ben Hur sind kleine Brüder. Nein, als Jungfrau Maria, du Dumm. Mach mal weiter! Das ist Vreni. Flütsch. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Vreni. Den ist ein Profi. Tänzer, Massage, Kabarett. So Sachen halt. Ist doch richtig, oder? Plus, minus. Vreni und ich, wir kennen uns von früher. Ja klar, aus dem Las Palmas. Wirklich. Vreni ist da, um uns zu helfen. Damit das Ganze ein bisschen Gattung kriegt. Hey, Kari, stopp! Von dem hast du jetzt aber gar nie etwas gesagt, dass du mit der Flütsch hinführen kommst. Das ist eine reine Männerschule. Ich habe das Problem, erst kann ich wieder gehen. Vreni, er meint es nicht so. Jetzt lass sie erst mal zu, was sie sagt. Ja, das ist cool. Also, Vreni, der Stöckli und der Huber kennst du ja bereits. Das ist der Lulu. Mein Götti wird der Bruno. Das ist Robert. Ja, der. Nein, Strippic. Huren Schade. Schau, Vreni, wir alle haben uns überlegt, was Frauen gerne sehen. Wir haben uns gedacht, was eine Frau will. Du Wunsch, ich weiss, was ist mir zu akademisch. Ich will einfach sehen, wenn ihr schon habt. Was mit dem Stutz? Vivi? Wir haben 1500 abgemacht. Hat jemand von euch Stutz dabei? Was haben wir noch gepostet? Das lag mir nicht. Wieso gerade ich? Darum! Hey, das ist aber nicht richtig können. Das ist nur so du weißt, mal fang einfach an. Spratstöckli! Nein, Bart! Okay, gut, parat! I am too sexy for my love. Too sexy for my love.
My love, love's going to leave. Wieso hast du noch Traubensaft machen? Du hast ja keine Ahnung. Es gibt nicht Anregendes für Frauen als erotische Spiele mit Früchten. Gell, Freni? Aber nicht, wenn du die Früchte vorher an deine Gichtflossen gehabt hast. Besser als deine blöde Motorsage. Hast du meine Nummer gar nicht gesehen? Zum Glück leckt mir am Arsch. Ich muss vorwärts machen. Ja, Robert! Robert, du bist dran!
meinst? Im Altersheim hat er es Freude. Sind die Gurken selber gemacht? Ja, also nein, mit der Mutter zusammen. Da hast du es drin? Ja, meine Mutter nimmt immer. Könnte das mit der Wurzel vielleicht zu mögen? Der hat noch den Bruno. Ja, Bruno, schlimm, kein Stress. Danke, Conny. Vamos! Bruno! Bruno, du bist dran! Komm, Bruno! Jetzt kommt der Bruno. Ich freue mich. Wie weit wollt ihr euch abziehen? Ja, wir sind da flexibel. Gell, Robert? Ja, wir richten euch nach dem Wunsch vom Publikum. Wie wenn jemand 70 Stutz zahlt für euch, dann will er etwas sehen. Logisch. Oder? Ich meine alles. Klar. Wir zeigen alles. Was wir haben. Oder? Nicht, dass nachher gelätschert wird. Also, meine Herren. Striptease ist Englisch und kommt aus dem Lateinischen. Stripperin, das heisst, sich seine Kleider auf eine aufreizende Art und Weise vom Körper zu streifen. Versteht ihr? Brezeln. Versteht irgendjemand das Wort Brezeln nicht? Und jetzt noch ein kleiner Tipp unter uns. Wenn Frauen einen Männerstrip schauen, dann wollen sie alles sehen.
Nur kein Schwanz. Versteht irgendjemand das Wort Schwanz nicht? Ja? Wie kommst du jetzt darauf, dass Frauen kein Schwanz mehr sehen? Immer nur das Gleiche. Ja, du kannst ja gerade den Huber als euch auch auftreten lassen. Das Training wollte uns nur helfen. Für 1500 Stutz hilft dir jede. Männer meinen immer, sie wissen, was Frauen wollen. Aber stimuliert, meine Herren, werden Frauen von ganz anderen Sachen. Füßli, Brustkorb, Bein, Schultern, Rückenmuskulatur, Muninacken, Sixpack. Ich strippe nicht. Ihr macht das, um eure weibliche Kundschaft zu befriedigen, mit euch selber. Blendet! Also, avanti! Müssen wir das mit der Probe auch abziehen? Ja, logisch. Fifi, aber von dem hast du gar nichts gesagt. Sollen wir heimgehen? Nein, nein. Steve, du fängst an! Da bin ich sicher, so muss ich immer der Erste sein. Steve, du fängst an. Ja, komm, ist unfair. Ja, du, dir hör auf, reklamieren, wir haben nur noch 3 Tage Zeit. Warum muss ich immer der Erste sein? Darum! Komm, drum, dann geben wir etwas zum Aufputzen. Huren, komm, wir reden. Oh, du, Kai? Ja. Kai! Ich glaube, du solltest dich weniger um Strippen, sondern mehr um den dramatischen Ausdruck kümmern. Ich will, dass du einen Ansatz machst, nach der Conference, dass du Freddy strippst. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Meine Mutter kommt einen Herzinfarkt über. Das ist doch gleich, die ist ja schon 90. Was soll ich für einen Ansatz machen? Das kann ich nicht. Kari, du kannst das. Weißt du, vor 3 Jahren deine Rede am Hells Angels treffen? Das war super, du hast Charisma. Finch? Nein, aber man könnte dich nicht strippen. Hat meine Nummer mit der Traube nicht gefallen? Wohl. Ist das endgültig? Ja. Kann ich das Kostüm zurückbringen? Du, Vreni, das mit der Konferenz finde ich eine gute Idee, das habe ich von Anfang an gesagt. Aber dass ich auch noch so strippen. Fred, ich glaube, es wird dir gefallen. Schon, aber meine Mutter. Können wir anfangen? Wir reden später drüber. Können wir mal schauen?
abrasieren, wo glatte, glänzige Haut und nichts anderes, verstanden? So, jetzt haben Sie sich rasieren, sicher nicht an meinen Arsch gerade schon. Nein, Steve, echt? Ich bin Tipo, hübsch. Nein, Steve, du hast Talent. Sag mal den Hüftschwung. Was ich soll sagen? Das ist ein Hure, sag ich, kann das einfach nicht. So nicht. Ich weiß doch nicht, was Frauen gern haben. Du? Nein, ich weiß doch nicht von Frauen. Da bin ich nie draus gekommen. Darum hat das auch nie richtig funktioniert bei mir. Was? Das mit den Frauen. Die, die ich auch will, habe ich nicht überkommen. Und die, die ich überkomme, habe ich nicht wollen. Dreimal geschieden und kein Schritt weiter.
C'est la vie. Und du? Was und ich? Frau? Ich habe meine Mutter. Fifi? Über das müssen wir jetzt auch nicht reden, oder? Ich habe einfach nie etwas gemerkt. Du bist nicht der Einzige. Und jetzt, was machst du? Was und jetzt, was machst du? Ja, was machst du, meine ich? Nichts. Und Mutter? Die ist schon über 90. Er ist auch wieder recht. Stöckli. Was haben wir? Machst du da? Und wenn ich auf, dann... Komm, so weiß. Die Flasche. Und? Was meint ihr? Funktioniert das? Es muss. Stimmt. Funktioniert. Dann habe ich wenigstens noch ein paar lustige Tage gehabt. Hey, Kario, das muss auch verreisen. Ich? Das bringt doch nichts. Stimmt. Und der Fifi Vögelblut auf der Bühne, das lasse ich mir sicher nicht entgehen. Das hast du auf der Probe schon genug gesehen. Aber nicht von 500 Weiber. Und du, Stöckli? Was ist los? Nicht. Lüg mich nicht an. Was der Monika erzählt. Was? Das mit dem Strippen. Und? Sie hat mich rausgeknallt. Das kommt schon wieder. Glaub's nicht. Sie wird sich scheiden lassen. Aber nicht wegen dem. Und wegen anderen. Das begreife ich. Und jetzt? Was soll ich machen? Bleib bei deiner Frau. Das will ich auch. Schauen wir mal bis morgen. Gehen wir. Was mache ich mit meiner Ansage für morgen? Kommst du zu mir heim, ja, da etwas. Das könnte funktionieren. Eins? 100%. Wo wohnst du überhaupt? Zwittlingen. Mit deiner Mutter? Ja, gehen wir. Kommst du nicht? Hören die nur schon. Ich muss dann etwas üben. Ja.
unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia. Funktioniert das? 100%. Das ist ein bisschen peinlich. Was? Ja, die Frauen meine ich. Du bringst die ständig auf Sättig wie dich. Ja, eben. Was eben? Ich habe einfach Angst, dass, wenn du unten nachher so viel durchdreht, die Chicks sind, dass du dann... Warum? Das passiert mir ständig. Darum gehe ich nicht mit Buddy. Dann musst du vorher kalt duschen. Nützt das etwas? Scheinbar. Bei dir hat es genützt? Bis jetzt noch nicht. Okay, da ist noch der Ablauf von der Show. Zuerst kommt der Brunschli mit seiner Mannschaft, dann kommt Tutti, dann wieder der Brunschli, dann der Robert das Mönch, der Steve hat die Arztzahler und dann kommt der Zwergestritt. Die hängt dort selten an. Hey, der Lade ist Brunschli. Oh, ich muss noch zwei Kisten Champagner holen. Hey, das Stück muss noch weg in der Stunde, wenn wir auf. Wir haben keine Zeit, wir müssen noch das Licht fertig machen. Sag's am Fifi! Ist das Licht nicht da? Nein, gehen wir mal kuppeln. Jetzt weißt du, der muss bei denen noch den Neandertaler durchmachen. Keine Ahnung, nach dem Brot vorhin ist er gerade verreist, dann muss ich unbedingt mit seiner Frau reden. Aber sind doch nachher noch eins gezogen, ist er dort nicht mitgekommen? Nein, jetzt heben mal die Kugel. Hoffentlich kommt er nicht spät. Ja, er weiß, dass am halben 9 Uhr anfahrt. Die Schienbar hat gestern seine Frau rausgeknallt. Wegen dem Strippen? Nein, weil sie die ganze Zeit abgelaufen hat. Wegen was? Keine Ahnung, ich muss den Fifi fragen. Hey, kommst du? Ich brauche jemanden, der mir im Zerrillen hilft. Ja, ich komm gerade. Bruno, ja. Könntest du nachher noch schnell zu mir in die Garderobe kommen? Bruno, könntest du nachher schnell zu mir in die Garderobe kommen? Just vorwärts mein Touren Ding rummachen. Du bist Freni und meine Zwerge. Jetzt grad noch hier gesehen. Oh, Lulu, jetzt hast du dich doch vertappt. Ich kann lügen, Mann. Oh, jetzt wird dein voll tappen. Oh. Da, rechts unten. Fifi, kannst du mal kommen? Ich komme einfach nicht in das geschissene Korsett rein. Ja, wir haben die ganze Plunder da weg. In einer halben Stunde fangen wir an. Lulu, du langst mir die Kugeln nicht mehr an. Hey, kein Zeit, wir müssen das Licht, Nebelmaschine und Türen fertig machen. Fifi, kommst. Da bin ich ja. Super! Die ersten 30.000 Steine haben wir schon in der Kasse und Kübelballau verreckt. Wegen was bin ich schon wieder da gekommen? Oh, Salzschengel muss ich noch haben. Lulu, was sind die verdammten Salzschengel? Ah, das ist. Ey, mach ein bisschen Fürschi, wenn wir noch Zwergenstrip anschauen. Das ist einfach super, das ist einfach geil! Und nächstes Mal machen wir Fifi und ich. Eine türkische Woche mit Bauchtanz und Wasser. Ja, logisch, es ist ja nur für Mannen. Hey, wo ist der Fifi? Er ist auf Karriere. Sag ihm, er hätte zu wenig Münz. Hat jemand am Karri seine Stöckchen in Schuhe gesehen? Ja, das hat ihn in der Bühne parat gemacht. Wo? Dort hinten. Ich find's nicht. Dort hinten, aber auch mit seinen Feuerwehrsachen. Ja, merci. Du, Frenny hätte dir wegen Münz gesucht. Keine Zeit. Oh, Bruno. Hä? Schau, wie du die Trafmaschine funktioniert. Ich hab's am Robert gesagt, er soll schauen. Robert, hast du geschaut, wie die Trafmaschine funktioniert? Nein, haben Sie nur gesagt. Was? Sie haben gesagt, du sollst die Trafmaschine schauen. Hab ich gehört. Warte, du weg.
Wo ist die geschissene Rauchmaschine? Die muss hinter der Bühne sein. Kolulu, wo ist die? Habe ich nicht angepflanzt. Deckel kommt noch viel rüber. Jetzt regt die auf, die muss irgendwo rum sein. Wo ist die verdammte Rauchmaschine? Schau doch mal unter den Kisten auf der Seite, nicht wo man die Tür aufmacht. Probieren wir's mal! Scheiße! Ich hab doch mal falsch hingestellt! Ich kann nicht verstehen! Ich kann nicht! Hol mal, bei dir nichts anleiten! Ja, warte doch! Ja, warte doch, bis. Warte doch jetzt, bis er mit dem Disco. Da! Ist die von der Disco-Kugel? Ja, jetzt warte doch, jetzt top doch nicht da und drei Kopf verdecken noch mal. Da, da. Ist ja Englisch. Was? Müsst ihr nicht die Tür machen? Geschissen, Türen! Jetzt räumen wir mal die Leitern weg da. Da. Hey, hat er beim Fußball was gesehen? Keine Ahnung, wo das ist. Das läuft einfach super. Es ist alles ausverkauft. Alles ausverkauft. Na, na. Es ist alles ausverkauft. Na, den Quatsch. Du. Weißt du, wieso haben die jungen Albaner immer einen Schnell? Nein. Damit sie mit dem Ausweis von der Mutter in die Disco könnt. Das heißt Bracken. Was du was Bracken heißt? Zum Relaxen. Schau zu. Von mir aus. Ja, warum auch? Das brüht der Staub. Da hat schon einer geraucht. Jetzt schon. Mama. Ja, hat eigentlich deine Mutter zu dieser ganzen Sache gesagt? Sie hat schon immer gesagt, ich soll mir ein schönes Hobby suchen. Dann hat sie also keinen Herzinfarkt bekommen. Spinnst. Sie kommt sogar heute Abend. Mit dem ganzen Vorstand vom Zürcher Frauenverein. Sie hat schon immer gesagt, es kommen alle. Aber das Beste war das mit dem Video. Aber nicht etwa unser Studienmaterial. Doch. Die prallen Jungs von nebenan. Sie hat es beim Abstauben in meinem Zimmer gefunden. Ja und? Dann hat er gesagt, es sei ein Dokumentarfilm über Zürcher SVP. Ich hab nicht an den Bildchen angemerkt, was es ist. Nein, das sind doch nur so Typen in Schalen drauf, die blöde Gegend rausgrinsen. Aber gestern Nacht, als ich noch mal angeschaut habe, hat sie mich verwischt. Sie ist in mein Zimmer reingekommen, ist neben mich hingehockt und hat gesagt: Was machen die da? Relaxen. Mit Schauen zu. Ich spinne dir eine Art, eine halbe Stunde von der Vorstellung kiffen. Hey, ich will der verdammte Zwerg gestrickt werden! Hey, Vreni, make love, not war. Hey, Fifi, bist einfach ruhig. Der hat vermutlich Lampenfieber. Hey, nicht Lampenfieber. Ich bin total relaxed. Fifi, jetzt reissest du dich zusammen. Vreni, jetzt bist du doch nicht so verklemmt. Es lebe die freie Liebe.
Gell, du Bruno? Auf alten Pfannen lernt man kochen. Fifi hat gesagt, das Zeugs fährt ein. Fifi, häng jetzt einfach den Latz. Bruno, du kannst doch bumsen, mit wem das du willst. Der Heibürst ist ja aus halbem Dorf. Dumm fickt gut, gell, du Bruno? Los nicht auf am Vreni, das ist Seich. Das ist kein Seich. Junger Hengst sucht reife Stuten. Moderate Preise. 079 400 8033. Und der Steve? Der macht heute Abend ohne den Steve! Hol Robert. Wer jetzt, der Robert oder der Kai? Mach einfach. Schieß, Mann! Wo ist eigentlich der Kai? Der glaubt noch das Puff mit seinem Korsett. Der Kai, komm jetzt! Der geschissene Anlegen! Du musst was nachmachen, Robert, komm jetzt auch! Ich kann einfach kein Zinsen der Seite. Also komm mit! Ich will dir nur den Anfang üben. Ja. 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 Hey Steve, was ist los? Er hat überall gesucht. 10 Minuten füllen wir an. Strippe nicht. Spinnst du? Da draußen warten 500 Frauen. Ist mir egal. Ich mag auch nicht mehr. Was? Ich mag einfach nicht mehr, verstehst du? Hey, Kari. Was ist los? Haben die Schiss? Logisch. Du eben nicht. Es geht noch. Warte, auf. Bevor wir von 500 Weibern zum Klon machen, wandere ich lieber aus in die Mongolei. Oh, Steve, so schlimm ist es auch wieder nicht. Zubel! Kein roter Rappen. Meine Frau hat mich rausgeholt und meine Kinder sehen ich wahrscheinlich nie mehr. Schiss, die gehen heim. Hey, Kari. Was mit den 150 Riesen? Lieber eine Kugel im Grind, als von 500 Weibern ein Kalb machen. Gehen wir. Gehen wir. Das
Trippitsch? Ja, 15.000 plus Spesen. Ja, wir sind 6 Männer. Ja, wir ziehen alles ab. Ja. Ja, Moment. Wir haben ihn am Samstag in 2 Wochen Zeit. Darf ich ihn nochmal später anrufen? Was ist los? Die wollen nicht mehr strippen. Ihr wollt nicht mehr strippen? Was machen wir da diesen Frauen da draußen? Die sollen ins Kino. Wie bitte? Die sollen ins Kino. Wir hören auf. Ich kann das einfach nicht. Was kannst du nicht? Die Viertel Blut von 500 Frauen an den Steuch. Ich bringe das einfach nicht. Vreni, wir hören auf mit dem Seich. Das bringt doch nicht. Und was meinst du, Rulu? Ich weiß nicht. Fifi? Karli, ich würde es machen. Robert? Allein mache ich es nicht. Bruno. Wir wollen das einfach nicht machen. Was? Sie wollen das einfach nicht machen. Fifi, hebt einfach den Latz. Los, Freddy. Nein, jetzt hört ihr mir mal zu. Ihr habt jetzt eine Woche lang jeden Tag hergeschafft von da. Und ich habe nicht meine ganze Energie in die Sache investiert, dass ihr jetzt den Schwanz einzieht. Habe ich auch noch Gescheiteres zu tun. Und was noch viel wichtiger ist, da aussen warten über 500 aufgeheizte Frauen. Die haben sich rausgeputzt, sind dahergekommen und haben 70 Stutz gezahlt zum euch gesehen. Euch und niemand anders. Vergiss doch die Weiber. Letzte Woche bin ich fast verzweifelt an euch. Das können wir glauben. Aber etwas möchte ich jetzt euch noch sagen, bevor ihr den ganzen Bettel anrührt. Ich habe die letzte Woche Männer gesehen, die etwas auf die Beine stellen. Männer, die Fantasie und Humor haben. Männer, die sich endlich mal normal verhalten, nicht ständig den Macken raushängen. Männer, die noch Träume haben und genau wissen, was sie wollen. Und ich bin wirklich stolz auf euch. Sie sind nur ein Macker ohne Geld, ohne Frau und ohne Kind. Das ist nicht zusammen. Du bist nicht so wenig. Deine Frau ist auch da und sie will auch noch mit dir reden. Keine Ahnung, wie sie uns in ihnen aussieht. Stimmt. Und ich will es ja gar nicht wissen. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass da aus den 500 Frauen wartet und sich auf einen schönen Abend freut. Hey, die wollen nichts wissen von ihrem Problem. Die haben nur geeignet, die wollen es hier vergessen. Die wollen endlich mal richtige Männer sehen. Ja, und etwas anderes als dreckige Söcke und eine Glatze hinter der Zeitung. Ich gehe jetzt raus. Ich stelle ein Güppi im Hocker auf meinen Platz. Und ich schwöre euch, ich bin so lange hocken, bis ich da überkomme, wo ich sehe. Recht hat sie. Und wenn ihr jetzt den Füßchen macht, dann tätscht. Bibi, Champagner. Nicht der Billig. Der aus der Garderobe ist offen. Vreni? Bin ich her? Auf uns. Meint der gestern sei der letzte Zeit? Allein gefunden. Hier? Jetzt zeigen wir den Damen mal da raus, was sie so verpasst haben. Fifi, alles bereit machen? In 5 Minuten fangen wir an, verstanden? In 5 Minuten fangen wir an, verstanden? Bruno, Steve, Lulu, Fifi, das Zeug muss 5 Minuten weg sein. Verstanden?
Wissen Sie, was eine Freundin von mir gemacht hat, als er den Mann beim Erdöpfel holen Kellersteigen runtergekriegt und sich Knick gebrochen hat? Nüdeli. Aber nicht, dass ich jetzt meine, ich habe etwas gegen die Männer. Gegenteil, ich habe nichts gegen die Männer, wirklich nicht. Jedenfalls nicht, wo hilft. Ich sage immer, in jedem Mann kann etwas stecken, auch wenn es nur ein Küchenmesser ist. Was meinen Sie, sagt ein Mann, der bis zum Bauchnabel im Wasser steht? Das geht über meinen Verstand. Lassen wir einmal die Männer und geniessen es wieder einmal so richtig unter uns Frauen. Was wäre die Welt ohne uns Frauen? Ein Jammertal. Vero? Vero. Man sagt ja, die besten 10 Jahre im Leben von einer Frau sind die zwischen 29 und 30. Zum Glück habe ich die noch vor mir. Bigamie, Freundinnen. Bigamie ist, wenn man einen Ehemann zu viel hat. Monogamie ist genau das Gleiche. Ja. Eben, nicht gegen die Männer, nicht, gar nicht gegen die Männer, weil sie haben nämlich auch ihre gute Seite. Zum Beispiel, sie sind unbestechlich. Die meisten nehmen nicht einmal Vernunft an. 80% von allen Männern betrügen ihre Frauen in der Schweiz. Die restlichen 20% fahren über die Grenze. Begrifflich, im Ausland sind auch Kondome günstiger. Apropos, haben Sie gewusst, Kondome sind nicht absolut sicher? Ein guter Bekannter von mir hat eins angehauen und ist von einem Bus überfahren. So. Männer träumen immer von Sex mit 2 Frauen. Hey Männer. Wenn ihr schon eine nicht richtig könnt befriedigen, wieso wir dann noch eine zweite Hässig machen? Aber vergessen wir jetzt wirklich mal die Männer, und wenn es nur für ein paar Stunden ist. Und wie vergisst man am besten seine Männer? Mit anderen Männern. Und drum für sie, extra für sie, die geilste Männer zwischen Konstanz und Chiasso. Männer, die nichts anderes wollen, als sie zu erfreuen und zu verzaubern.
Und jetzt werde ich sie nicht länger auf die Folter spannen. Keine Angst, ich lasse sie nicht allein mit diesen scharfen Tiger. Ich komme wieder. Ladies and Gentlemen, we proudly present extra für Sie from Zürich, Switzerland, Brunchlis Long Street Strippers.